Hast du schon mal irgendwas loslassen wollen, was dir nicht gut tut, nur um dann festzustellen, dass du, je mehr du es loslassen willst, umso fester daran festhältst? Und aus der Sicht des Nervensystems ist das vollkommen normal und auch absolut verständlich, selbst wenn das, was wir loslassen wollen, uns wirklich schadet oder schmerzhaft und unangenehm ist. Und warum das so ist, das will ich heute anschauen. Mein Name ist Britta Kimpel und hier dreht sich alles um Embodiment, das Nervensystem und deine Verbindung zu dir selbst. Und bevor wir in das heutige Thema einsteigen, mag ich ganz kurz nochmal auf die NESC-Ausbildung hinweisen, die jetzt wirklich in ein paar Tagen startet. Und wenn du da noch dabei sein willst, wirklich melde dich gerade noch an. Wir nehmen sicherlich auch in dem Jahr, wie in den ganzen letzten Jahren, auch nachträglich noch Leute mit auf. Aber wenn du am 7. Oktober wirklich schon zum ersten Live-Workshop dabei sein willst, das geht am 7. Oktober los, dann solltest du dich jetzt anmelden unter nesk-coaching.com/Ausbildung. Und wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zu dem heutigen Thema, wo es ums Festhalten und Loslassen geht. Das ist was, was ich so für mich in den letzten Wochen festgestellt habe, dass ich immer wieder mit einer spezifischen Situation konfrontiert war, öfters, aber immer die gleiche Situation, wo ich einfach so den Wunsch hatte, so, oh, ich will es irgendwie gehen lassen können, ich will es loslassen können. Und manchmal war das nicht mal so das Gefühl, dass ich das loslassen will, sondern es war wirklich so, oh Mann, ich muss es jetzt endlich loslassen. Und genau dieses Loslassen ist mir aber nicht gelungen und es hat sich immer hartnäckiger gehalten. Und deswegen will ich heute dieses Thema mal anschauen. Und wenn uns was nicht gut tut und wenn wir wirklich merken, wir sind öfters in dieser Situation und es kommt immer wieder, dann haben ganz viele von uns das Gefühl, ach, ich muss es einfach endlich loslassen. Oder das ist auch so ein Tipp, den wir ganz oft von außen kriegen. Ja, lass es doch endlich los und du bist irgendwie aus der Situation rausgewachsen. Oder du wirst spüren, es geht dir hinterher besser. Weil loslassen wollen wir ja am Ende wirklich immer nur das, was uns nicht so gut tut. Und meistens aber ist dieses einfach Loslassen eben überhaupt nicht einfach. Und ich hatte schon mal in der Episode 182 darüber gesprochen, warum Loslassen, was ja so hoch angepriesen wird in unserer heutigen Welt, oftmals wirklich überhaupt gar nicht der Weg zur Heilung ist. Und zwar steckt in diesem reinen Loslassen wollen eigentlich schon das Problem. Wenn ich nämlich was loslassen will, weil es mir nicht gut tut, dann steckt da drin, dass ich das, was ist, nicht annehme. Weil wenn ich es annehmen würde und das okay sein lassen könnte, dann müsste ich es nicht mehr loslassen. Wann immer ich aber irgendwas, was ist, also wenn ich die Realität nicht annehme, dann immer nur, weil quasi in meinem Nervensystem eine gewisse Kampf- oder Fluchtenergie ist. Das heißt, ich bekämpfe das, was ist, oder ich will vor dem, was ist, fliehen. Das heißt, mein Nervensystem ist schon im Stress und nur deshalb will es das, was ist, loslassen, weil sonst könnte ich es einfach gut sein lassen. Und deswegen, wenn ich loslassen will, dann ist an sich das der reine Fakt, dass ich es loslassen will, das ist schon ein Problem, weil das meine Stressreaktion forciert. Und wenn wir uns das jetzt aber anschauen und sagen, okay, da ist irgendwas, was mich stört, da ist irgendwas, was mir nicht gefällt, was mir nicht gut tut, ich will das verändern, dann müssen wir uns erstmal in Erinnerung rufen, dass Veränderung nie aus dem Stress möglich ist. Veränderung ist nicht möglich, wenn ich gegen irgendwas ankämpfe oder wenn ich vor irgendwas fliehe, sondern Veränderung braucht innere Sicherheit. Und wenn du da noch tiefer einsteigen willst, empfehle ich dir meine Episode 207 und wir verlinken die auch wieder alle. Aber da geht es um innere Sicherheit und Wachstum. Aber das heißt, wenn ich irgendwas verändern will in meinem Leben, dann brauche ich Sicherheit im Nervensystem. Und hier wird es jetzt tatsächlich ein bisschen paradox, weil unser Nervensystem generell immer das wählt, was am sichersten erscheint. Das heißt, mein Nervensystem wägt alle Optionen ab, in dem Fall jetzt zum Beispiel loslassen oder festhalten. Und das Nervensystem wählt immer das aus, was am sichersten erscheint, weil das Nervensystem dafür da ist, unser Überleben zu sichern.
Und unser Überleben sichert es eben am besten damit, wenn es sich für die sicherste Option entscheidet. Das heißt, wenn ich irgendwas loslassen will und es nicht tue, dann, weil das Nervensystem festhalten an dem, was mir nicht gut tut, trotzdem noch sicherer findet als loslassen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Also das heißt, dieses Festhalten an dem, was mir nicht gut tut, erscheint aus einer Nervensystemsicht immer noch sicherer als loslassen. Und das macht letztendlich total Sinn. Wir können uns das evolutionär bedingt anschauen. Und wenn wir uns ein paar tausend Jahre zurückversetzen, war das noch viel wichtiger als heute, dass wir uns an unangenehme Dinge besser erinnern als an angenehme Dinge. Das ist auch was, was wir als Negativitätsverzerrung oder Negativity Bias kennen. Und zwar wirklich eben, dass wir schmerzhafte, ungute, unangenehme Erlebnisse besser erinnern als die schönen. Und zwar einfach aus dem Grund, ich nehme jetzt mal das Beispiel von vor ein paar tausend Jahren, als wir in der Prärie unterwegs waren und ich habe irgendeine Pflanze gegessen und habe davon irgendwie Magenschmerzen gekriegt oder musste erbrechen, mich übergeben, wurde krank davon, dann ist es ja viel sinnvoller, diese giftige Pflanze zu erinnern, die mir nicht gut getan hat, um die beim nächsten Mal nicht nochmal zu essen. Das ist viel sicherer, als wenn ich mich an all die guten Pflanzen erinnere, die wir nichts gemacht haben. Das heißt, für mein Überleben war es schon immer relevanter, mich an Negatives besser erinnern zu können. Und das ist auch so ein bisschen eine Krux, gerade wenn wir so unser Denken verändern wollen, wenn wir irgendwie vorankommen wollen im Leben, weil wir einfach wirklich rein aus der Evolution die Tendenz haben, eben dieses Negative, Ungute besser zu erinnern und uns tatsächlich auch daran fester zu halten, eben weil es unser Überleben viel, viel besser sichert. Und wenn wir jetzt sozusagen diese negativen Sachen besser erinnern und uns an denen festhalten, dann entsteht so ein vermeintliches Gefühl der Vorhersehbarkeit. Das heißt, ich habe das Gefühl, okay, die Pflanze, die habe ich schon mal gegessen, davon wurde ich krank. Wenn ich die jetzt wieder esse, ich habe so ein Vorhersehbarkeitsgefühl. Ich kann mir vorstellen oder ich kann vorhersehen, was dann passiert. Das Gleiche ist, wenn ich mit einer Person immer den gleichen Konflikt habe und ich treffe diese Person wieder und wir sprechen wieder über dieses Thema, dann ist es vorhersehbar, dass wir vermutlich wieder diesen Konflikt haben. Und Vorhersehbarkeit vermittelt ein Gefühl der Sicherheit. Das ist keine Sicherheit, aber wir haben das Gefühl, okay, ich habe zumindest so die Kontrolle oder ich weiß, was ich zu erwarten habe. Ich kann mich vielleicht im Vorfeld auch schon davor schützen. Und deswegen, wann immer irgendwas bekannt erscheint, wählen wir lieber das Bekannte, auch wenn es uns nicht gut tut, einfach weil das Bekannte vorhersehbar ist und das besser erscheint als das Unbekannte, was tatsächlich viel schlimmer sein könnte, was aber auch viel, viel besser sein könnte. Was aber an diesem ganzen Festhalten noch viel wichtiger ist, ist, dass meistens, wenn wir an irgendwas festhalten, selbst dann eben, wenn es uns nicht gut tut, dass wir dadurch tiefer liegenden Schmerz vermeiden. Und das ist was ich für mich in den letzten Wochen gemerkt habe, eben bei dem Thema, wo ich das Gefühl hatte, ich muss das jetzt loslassen. Da war immer auch sofort so dieses Ding, okay, wenn ich es wirklich loslasse, wenn ich das jetzt wirklich aus meinem Leben eliminiere, wenn ich mich nicht mehr damit auseinandersetze, dann hat das Konsequenzen. Und die Konsequenzen, die mochte ich nicht. Die Konsequenzen haben mir oder sind mir noch viel schmerzhafter erschienen als die Situation, in der ich mich zu dem Zeitpunkt befunden habe. Das heißt, indem, dass ich trotzdem, dass es mir nicht gut getan hat, daran festgehalten habe, hatte ich das Gefühl, dass ich einen tieferen Schmerz dadurch vermeiden kann. Und auch das erscheint für mein Nervensystem sicherer, weil ja, es ist beides schmerzhaft, aber meine Vorstellung von dem, was passiert, wenn ich loslasse, die war noch schmerzhafter. Und das heißt, wenn wir Dinge loslassen, die uns nicht gut tun oder eben genau, wenn wir an ihnen festhalten und sie eben gerade nicht loslassen, dann ganz oft, weil wir versuchen, Schmerz, der dahinter liegt, den zu vermeiden. Weil wenn wir es loslassen, werden wir unweigerlich mit irgendwas Neuem konfrontiert. Vielleicht ist es nur ein Gefühl der Leere. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben über Jahre einen Konflikt, den wir loslassen wollen.
Der Konflikt ist aber wie ein Teil von uns geworden. Der ist Teil von unserer Identität geworden. Der ist Teil von unseren täglichen Geschichten geworden. Wenn wir den loslassen, dann kann plötzlich ein Gefühl der Leere aufkommen, weil dieser Teil ist plötzlich weg. In die Leere können ganz viele unangenehme Empfindungen kommen. Da können vielleicht auch tiefer liegende Traumata hochkommen. Da können wahnsinnig intensive Gefühle hochkommen. Und vielleicht haben wir das Gefühl, dass wir das, was da hochkommt, nicht halten können. Und auch deswegen eben bleiben wir für diese Schmerzvermeidung und für diese Vermeidung von dem, was unbekannt ist, bleiben wir lieber dabei, an dem festzuhalten, was uns trotzdem ja auch nicht gut tut. Und das heißt, indem dass wir festhalten, vermeiden wir, dass wir uns mit diesen schmerzhafteren Erfahrungen, die hinten dran liegen, auseinandersetzen müssen. Und das gilt sowohl für Situationen, aber das gilt auch für Emotionen. Ich nehme mal das Beispiel Wut. Ganz viele Menschen halten an der Wut fest und erklären sich das vielleicht auch rational, eben, dass sie das nicht nochmal passieren lassen wollen, was sie da wütend macht. Deswegen ist es besser, sich an die Wut zu erinnern, um dann irgendwie vorbereitet zu sein oder anders reagieren zu können. Aber hinter einer Wut liegt ganz häufig, wenn wir wirklich die Wut gehen lassen können, liegt ganz häufig eine Traurigkeit. Und Traurigkeit ist für viele Menschen schwerer auszuhalten als eine Wut. Weil in der Wut steckt noch irgendwie Aktivität, da steckt noch Energie, da steckt noch drin, dass wir irgendwas tun können. Und in der Traurigkeit oftmals nicht mehr. Und interessanterweise sind die Menschen, die eher an der Wut festhalten, die haben häufig Angst vor der Traurigkeit, weil hinter der Wut die Traurigkeit steckt. Aber umgekehrt genau gleich. Die Menschen, die keinen Zugang zu ihrer Wut haben, die bleiben häufig in der Traurigkeit und haben Angst, ihre Traurigkeit loszulassen, weil wenn sie das machen würden, dann käme die Wut hinten vor. Das ist einfach, um das vielleicht so auf einer emotionalen Ebene auch noch anzuschauen. Aber wie gesagt, es spielt gar keine Rolle, ob wir irgendwelche Emotionen oder Gefühle, Empfindungen loslassen wollen, ob wir irgendwelche Situationen loslassen wollen, irgendwelche Menschen und so weiter. Fakt ist, aus einer Nervensystemsicht ist Festhalten das wesentlich vernünftigere, was wir tun können, und zwar wirklich so in diesem Sinne, eine bekannte Hölle ist sicherer als ein unbekannter Himmel. Und der unbekannte Himmel könnte am Ende ja auch noch eine viel schlimmere Hölle sein. Und deswegen eben bleiben wir bei dem, was wir kennen. Wir vermeiden dadurch den Schmerz. Wir vermitteln ein Gefühl der Vorhersehbarkeit, was dem Nervensystem so ein bisschen eine Sicherheit gibt. Wenn wir uns jetzt dieses Festhalten aber noch weiter anschauen, dann geht Festhalten immer mit einer körperlichen Anspannung einher. Das heißt, wann immer ich sozusagen irgendwas halte, und ich meine, wir können uns das jetzt auch rein körperlich vorstellen, wenn ich irgendwas aufhebe und das halte, dann habe ich eine muskuläre Spannung, wenn ich irgendeinen Gegenstand aufhebe. Jetzt, wenn ich Emotionen in mir halte oder Konflikte oder Situationen, dann habe ich genau die gleiche muskuläre Anspannung. Wie gesagt, im Nervensystem bin ich da immer in so einem Kampf- oder Fluchtmodus, das heißt in der Sympathikusaktivierung. Und Sympathikusaktivierung geht per se auch mit einer höheren Muskelspannung einher. Das heißt, ich halte nicht nur emotional fest, sondern ich halte auch im Körper fest. Und auch das hat einen sehr rationalen Überlebensgrund, weil es wirklich meinen Körper permanent in dieser Anspannung hält, die ich dann brauche, wenn ich tatsächlich wieder loskämpfen muss oder wenn ich tatsächlich fliehen muss. Das heißt, ich bin eigentlich immer parat und immer gewappnet für das, was kommt. Auch das vermittelt mir Sicherheit. Wenn ich jetzt total offen und durchlässig und ganz weich bin und in diese Situation mit der Person gehe, in der ich zum Beispiel, mit der ich immer einen Konflikt habe, dann bin ich viel weniger geschützt und viel leichter angreifbar, als wenn ich schon mit diesem Panzer und mit dieser Anspannung da reingehe. Deswegen eben dieses Festhalten ist nicht nur was, was auf einer mentalen Ebene stattfindet, sondern Festhalten manifestiert sich wirklich in unserer Körperhaltung und bewirkt auch, dass all diese Empfindungen, die wir durch diese unguten Situationen haben, dass die in uns bleiben. Weil wir wirklich, wir machen zu. Und wenn wir uns das einfach anschauen, wenn wir zum Beispiel ein Gefühl der Freude nehmen,
Ich glaube, noch niemand von uns hat an dem Gefühl der Freude so sehr festgehalten, dass die Freude sich nicht ausbreiten konnte. Sondern bei Freude sind wir offen und durchlässig. Die Freude kommt, sie fließt durch uns durch. Sie ist im Moment da, sie ist wie eine Welle, sie hat ihren Höhepunkt und irgendwann rollt sie wieder davon und es wird wieder neutraler von der Empfindung. Aber die Freude ist sozusagen in einem durchlässigen Körper, die kann einfach durchfließen. Diese unangenehmen Empfindungen, wo eben der Körper anspannt, die können nicht durchfließen. Das heißt, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel der Wut. Die Wut kommt, mein Körper verhärtet und verfestigt sich und diese Wutwelle kann nicht ungehindert fließen. Das heißt, sie hat nicht ihren Höhepunkt und ebbt dann ab und ist dann wieder weg und wird neutral, sondern die Wut bleibt in mir. Die schaukelt sich in mir hoch. Die bewirkt, dass noch mehr Stress entsteht. Die bewirkt, dass ich mich noch mehr anspanne, noch fester werde. Die bewirkt aber auch, dass ich mich selber weniger gut wahrnehme. Weil immer, wenn das Stresslevel hochgeht, kappen wir die Verbindung zu uns selbst. Das heißt, wir spüren uns selber nicht mehr so gut. Das heißt, ich habe diese Wut in mir, ich halte die in mir, ich lasse sie nicht raus, weil ich eben nicht durchlässig und offen bin. Und ich nehme sie aber weniger gut wahr. Und das ist keine gute Kombination. Das ist dann dieses explosive Pulverfass, was wir dann eben viele auch können, kennen. Aber das heißt eben, wir halten wirklich diese Emotionen in uns und richten sie leider ganz häufig dann auch gegen uns. Und wenn wir jetzt wirklich loslassen wollen, und ich mag nochmal auf die Podcast-Episode 182 hinweisen, dass Loslassen nicht der Nonplusultra-Weg zur Heilung ist, sondern aus meiner Sicht braucht es wirklich erstmal dieses Annehmen. Aber wenn wir trotzdem sagen, es gibt Sachen, die sind nicht gut und die will ich in meinem Leben nicht mehr haben, ja, wir wollen sie erstmal annehmen, aber in letzter Konsequenz ist es ja trotzdem sinnvoll, wenn wir das langsam aus unserem Leben verabschieden können. Und das heißt, wenn wir wirklich loslassen wollen, müssen wir unseren Körper und das Nervensystem mitnehmen. Wir müssen eben genau diese muskulären Muster oder neuromuskulären Muster, die sich da aufbauen, an denen müssen wir arbeiten. Wir müssen diese Verpanzerung loslassen. Und an der inneren Sicherheit arbeiten. Das heißt, das Nervensystem darf nicht länger das Gefühl haben, dass das Festhalten und in mir halten und verhärten, dass das mir Sicherheit gibt wegen der Vorhersehbarkeit oder wegen der Vermeidung von diesem möglichen Schmerz, der dahinter liegt, sondern es braucht die innere Sicherheit und die Gewissheit, die wir unserem Nervensystem beibringen können, dass egal was kommt und selbst wenn danach intensive Gefühle kommen durch das Loslassen, dass wir auch das halten können. Und wir müssen sozusagen daran arbeiten, dass dieses Festhalten und in uns halten nicht mehr als die sicherste Lösung empfunden wird. Und erst wenn Festhalten nicht mehr als die am sichersten empfundene Lösung gilt im Nervensystem, erst dann können wir loslassen. Und das bedeutet, dass wir zum einen die Sicherheit in uns finden müssen, und zwar die Sicherheit, mit intensiven und vor allem auch unangenehmen Empfindungen umgehen zu können. Dass wir diesen Gefühlen Raum geben können und dass wir mit denen sein können. Und das ist was, was für mich in der Nervensystemarbeit absolut essentiell ist, wirklich dieses mit Gefühlen sein zu können. Also mit der Traurigkeit, die ich vielleicht jahrelang durch eine Wut maskiert habe, oder mit der Wut, die ich jahrelang durch eine Traurigkeit maskiert habe, mit dem sein zu können, ohne dass es mich irgendwie total aus dem Gleichgewicht bringt, ohne dass ich diese Empfindungen absolut ausagiere und gegen andere richte, ohne dass ich diese Empfindungen gegen mich selber richte, sondern einfach nur, genau wie mit der Freude, die kommen und durch mich durchfließen kann, diese intensiven, unangenehmen Emotionen oder Gefühle genau auf die gleiche Art kommen und durch mich durchfließen lassen zu können. Das ist das, was ich lernen muss. Und zwar wirklich im Körper. Das heißt nicht nur, ich spüre meine Wut und das Ganze irgendwie im Kopf durchspielen und mir noch die Geschichten erzählen, warum ich wütend bin oder was da alles passiert, sondern wirklich diese Empfindungen absolut im Körper zu lokalisieren. Also zu sagen, wo spüre ich das? Wie spüre ich das? Spüre ich das als Hitze? Spüre ich das als Enge? Spüre ich das als irgendwie was, was sich dunkel anfühlt? Ist es eher in der Magengegend? Ist es eher im Hals? Was passiert im Körper? Und wir müssen lernen, mit diesen Empfindungen absolut, also verbunden, verkörpert im Körper zu sein. Und wenn wir jetzt wirklich sagen, dieses Festhalten passiert, um diese intensiven
Empfindungen, die dahinter stecken, zu vermeiden. Und wir lernen und wir geben uns die Sicherheit, dass wir diese intensiven Empfindungen halten können, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass wir loslassen. Einfach weil wir uns selber vertrauen, dass das, was danach kommt, uns nicht komplett aus der Bahn wirft. Und hier spielen dann auch so unsere individuelle Stresstoleranz eine große Rolle. Auch da habe ich eine Podcast-Episode dazu über das, wie habe ich es genannt, das Stresstoleranzfenster. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Episode heißt, aber ich verlinke auch die. Aber das heißt, es geht darum, dass wir die Fähigkeit, mit Stressoren zu sein, die Fähigkeit, mit intensiven Gefühlen zu sein, dass wir die generell vergrößern, sodass all diese intensiven Sachen uns weniger Angst machen und weniger Unsicherheit bereiten. Es geht um das, was ich gerade gesagt habe, wirklich diese Gefühle zu fühlen und im Körper verankert zu lassen und sie wirklich im Körper wahrzunehmen. Und das sind so die Sachen, die wir lernen müssen, wenn wir sagen, da ist was, an dem ich immer wieder festhalte, was mir aber nicht gut tut. Und wenn du das für dich in den nächsten Monaten lernen willst, dann will ich auch jetzt noch mal ganz kurz auf die NESC-Ausbildung hinweisen, einfach weil das wirklich was ist, was wir in der Ausbildung machen, über Nervensystem, Regulationstools, die du für dich kennenlernst, aber auch eben ganz viel über die Coaching- oder Partner- und Gruppenübungen, die dir einfach helfen, mehr in die Präsenz zu kommen, mit deinem Körper verbunden zu sein, deine Stresstoleranz zu erhöhen und wirklich eben vor allem dieses Fühlen von Gefühlen im Körper, was einen ganz, ganz großen Stellenwert in der NESC-Ausbildung hat. Und wenn du dabei sein willst, es geht am 7. Oktober los, das heißt, du hast nicht mehr viel Zeit, um dich zu entscheiden. Ich würde mich mega freuen. Und damit bin ich aber mit dem heutigen Thema am Ende und mag dich wirklich einfach einladen, für dich mal zu beobachten, wenn es Sachen gibt, die du loslassen willst und trotzdem immer festhältst, was ist so der Gedanke, der aufkommt, wenn du es wirklich in letzter Konsequenz loslassen würdest? Also welche Angst, welche Befürchtung kommt auf? Ist es eher die Angst vor der Konsequenz auf einer emotionalen Ebene? Ist es die Angst vor der Konsequenz irgendwie, dass du vielleicht am Ende allein bist? Was ist es, was aufkommt? Und das, was aufkommt, das ist das spannende Thema, um da mehr Sicherheit hinzubringen, damit dein Nervensystem das nicht mehr vermeiden muss. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche, eine gute Zeit. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn wir uns demnächst in der NESC-Ausbildung sehen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche wieder hier im Podcast. Mach's gut. Ciao.